Die erste Mondlandung mit Apollo 11 jährt sich zum 50. Mal und aus allen dunklen Ecken und Winkeln kommen sie wieder angekrochen. Die Mondlandungszweifler und Verleugner, die selbsternannten Wahrheitssucher und möchtegern Verschwörungsaufdecker. Da darf natürlich auch ein Gerhard Wisniewski nicht fehlen mit einer neuen DVD und einer Neuauflage eines bereits alten Buches. Beide erschienen im Kopp Verlag. Dem Garanten schlechthin für professionellen, geradezu überbordend ehrlichen Journalismus und nach höchsten Maßstäben der Sorgfalt und Aufrichtigkeit durchgeführte Recherchen. Ob Herr Wisniewski Geld braucht oder ihm einfach nur langweilig war, ist nicht bekannt. Umso sicherer kann man sich allerdings jetzt schon sein über die Qualität der DVD. Denn er selbst gibt in einem kurzen Teaser-Video einen Vorgeschmack auf das, was da für 14,99 € erhältlich ist. Ein Schnäppchen? Er scheint der Meinung zu sein, mit neuen, kurzen, ja geradezu beiläufig gestellten Fragen die Mondlandungen abbügeln zu können. Tatsächlich offenbart sich dabei jedoch nur 9-mal seine eigene Inkompetenz in etlichen Disziplinen. Bisweilen möchte man sogar von Manipulation bzw. Täuschung sprechen. Es ist davon auszugehen, dass es bei der DVD nicht anders sein wird. Und vor diesem Hintergrund sind 14,99 € kein Schnäppchen mehr, sondern dreiste Abzocke. Gehen wir seine neuen Fragen mal durch. Wo landen Raketen, ohne dass sich der von ihnen aufgewirbelte Staub wieder absetzt? Der Staub hat sich mit Sicherheit wieder abgesetzt, in einigen Metern Entfernung. Aufgrund der fehlenden Atmosphäre darf man natürlich nicht erwarten, aufsteigende Staubwolken zu sehen. Alles, was leicht genug war, wurde vom Landetriebwerk schlichtweg horizontal in alle Richtungen weggeweht, was auf den Onboard-Aufnahmen der Fähren auch recht deutlich zu sehen ist. Wo verursachen Raketenmotoren keine Landekrater? Unter der Schicht aus Sand und lockerem Geröll ist festes Material und massives Gestein. Wie soll da ein Krater entstehen? Bei der Landung war der Schub des Triebwerks gedrosselt, bei einigen Missionen sogar bereits vor dem Aufsetzen abgeschaltet. Der dabei entstehende Druck war von der Größenordnung her vergleichbar dem Fußabdruck eines Astronauten in voller Montur. Das reicht, um Sand und kleine Partikel zur Seite zu wehen, aber ganz sicher nicht, um festes Material zu zerstören. Wo bestehen bemannte Raumfahrzeuge aus Plastik, Folien und Klebestreifen? Die inneren Teile der Fähre bestanden sehr wohl aus Metall, wie auf Bildern während der Konstruktion deutlich zu sehen ist. Die äußeren, primitiv wirkenden Schichten aus Folie und Kunststoffen dienten einzig und allein dem thermischen Schutz der darunterliegenden Komponenten. Und viel mehr als Sonnenlicht zu reflektieren, hatten diese äußeren Schichten noch nicht zu leisten, denn Aerodynamik und Stabilität in einer Atmosphäre waren nicht erforderlich. Daher war eine absolute Leichtbauweise hier vollkommen ausreichend. Ähnlich primitiv muten auch die thermischen Schutzhüllen auf der ISS an. Doch sie erfüllen genau ihren Zweck. Wo hinterlassen Autos keine Reifenspuren? Autos hinterlassen genau dort keine Reifenspuren, wo der sogenannte Journalist sie geflissentlich ignoriert. Von der gleichen Situation gibt es nämlich mehrere Aufnahmen. Und schaut man etwas weiter nach rechts, siehe da, Reifenspuren. Und zwar ziemlich deutliche. Dass in unmittelbarer Nähe des Rovers keine mehr zu sehen sind, ist hinreichend plausibel damit begründbar, dass die Astronauten sie durch hier herumlaufen und den damit umhergeschleuderten Sand bereits verdeckt haben. Aber auch etliche andere Erklärungen sind denkbar. Wo wirft die Sonne Lichtkegel auf die Oberfläche? Das ist kein Lichtkegel, sondern einfach nur eine andere Beschaffenheit der Oberfläche. Solche Effekte kann man auf jedem Acker beobachten. Hier sind es zum einen im hellen Bereich das vom Landetriebwerk weggewehte lose Material, im Vordergrund kommen noch die von den Astronauten selbst verursachten Abdrücke und der umhergeschleuderte Sand hinzu. In vielen der Aufnahmen gibt es zudem noch eine mehr oder weniger deutlich sichtbare Vignettierung durch das Objektiv, also eine Verdunkelung zum Rand hin, was solche Effekte ebenfalls noch verstärken kann. Wo ist unser Zentralgestirn größer als auf der Erde? Zwei Faktoren spielen eine Rolle für die Bildgröße der Sonne: die Brennweite und die Belichtungszeit. Für jeden mit einem Grundverständnis von Fotografie wäre es offensichtlich, dass die Sonne in der Apollo-Aufnahme völlig überbelichtet ist und daher unnatürlich groß erscheint. Einem solchen Bild dann aber eins gegenüberzustellen, in welchem die Sonne aufgrund dichter Wolken praktisch wie durch einen Filter gesehen wird, ist Manipulation. Man könnte auch sagen, bewusste Täuschung. Ehrlich wäre es gewesen, der überbelichteten Sonne bei Apollo eine ähnlich überbelichtete Aufnahme hier auf Erden gegenüberzustellen.
so wie diese hier zum Beispiel, sogar mit zwei verschiedenen Sonnengrößen zur Auswahl. Und das bei gleicher Brennweite. In welcher Kapsel hört man die Raketenmotoren nicht? Four forward, drift into the right a little. Ready? Down a half. 30 seconds. Forward, drift. Good. Ready? Contact light. Okay, engine stop. APA at a descent. At a descent. Tranquility base here. The Eagle has landed. Roger, Twink. Die meisten Geräusche eines Raketentriebwerks entstehen in der Atmosphäre. Im Vakuum bleiben im Großen und Ganzen lediglich die mechanischen Geräusche der Turbopumpen sowie das Strömen des Treibstoffs. Des Weiteren befanden sich die Astronauten bei der Landung in voller Montur etliche Meter über dem Landetriebwerk in der Aufstiegskapsel, welche zudem auch nur an sehr wenigen Punkten und somit sehr wenigen Schallbrücken mit der Landestufe verbunden war. Wo brennen Raketentriebwerke ohne Flamme? Nun zum Beispiel hier, beim Shuttle-Triebwerk. Keine Flamme am Düsenaustritt, denn der Wasserstoff verbrennt farblos. Und auch Hydrazin verbrennt farblos, der Treibstoff der Mondfähre. Lediglich die Reaktion des Abgasstrahls beim Auftreffen auf die Landestufe ist anhand von Funken und Flammenbildung deutlich zu sehen. Wo fliegen Keile mit der stumpfen Seite voraus durch die Luft? Warum fliegt das Projektil mit der Spitze voran? Weil es vor Verlassen des Laufs in eine Drehbewegung um die Längsachse versetzt und dadurch im Flug stabilisiert wird. Ohne diese Kreiselkräfte würde auch ein Geschoss erst ins Taumeln kommen und sich dann im freien Fall gemäß seines Schwerpunktes ausrichten. Und nichts anderes macht die Landekapsel. Sie fällt mit dem Schwerpunkt voran zur Erde zurück. Tja, so einfach ist das. 9 Fragen und alle 9 ließen sich mit minimaler Recherche sowie etwas eigenem Grundwissen problemlos beantworten bzw. widerlegen. Ein tatsächlicher Journalist hätte das auch selbst zustande gebracht. Wer natürlich seine Behauptung lieber auf Mutmaßungen, kruden Fantasien und Manipulationen basiert, um damit Leichtgläubige hinters Licht führen und abkassieren zu können, der darf natürlich auch gerne mal Fakten unter den Tisch fallen lassen und sich seine ganz eigenen sogenannten Wahrheiten erfinden. Ob solche dilettantisch zusammenfantasierten Märchen allerdings 14,99 Euro wert sind? Nun ja. Ziemlich teuer für einen Bierdeckel.